Moin zu einer neuen Runde State of Survival mit eurem Lieblingsaffen. Heute geht es um Generation 7 bis 12, die zu einer Limitless-Version werden, als auch Generation 15. Was erwartet euch da? Wenn ihr aktuell höchstwahrscheinlich irgendwo zwischen Generation 7 und 12 seid, werden die jetzige als auch die zukünftige höchstwahrscheinlich zu Limitless-Version. Was wissen wir eigentlich genau? Ob die alle auf einmal kommen? Vermutlich kommen sie für alle Staaten, die höher als Generation 12 sind, alle auf einmal. Ist aber nicht gesichert. Für alle anderen erwarte ich, dass es eben die aktuelle als auch die vorherigen werden. Also wenn ihr bei Generation 10 seid, wird es Generation 7, 8, 9 und 10 sein, die Limitless werden. Am 28.08. kommt Generation 15 und eben für alle anderen kommen dann die nächste Heldengeneration. Dazu haben wir aber noch keine gesicherten Informationen. Die zweite Frage, die natürlich aufkommen kann, ist über die Serien bzw. Potion. Aktuell auf dem PTR sind es zwei Versionen. Das kann sein, dass das sowas wie Green Plasma ist, also dieses leichtgewichtige Plasma, wissen wir aber nicht gesichert, deshalb nur eine Mutmaßung. Die dritte, vierte Frage ist, was passiert eigentlich, wenn ihr die Helden schon General habt oder auch nicht General? Wenn ihr sie bei General habt, dann seht ihr hier bei Scope zum Beispiel, dass ihr nur noch die Fähigkeitenverbesserungen offen habt, als auch natürlich die Skills selbst. Bei Ram sehen wir hier, der war noch nicht so weit, da müssen wir erst noch richtig leveln. Sobald er Lieutenant Colonel 1 ist, bedeutet das, ihr habt im Endeffekt das lila Gehirn freigeschaltet, aber wenn ihr da noch nicht seid, dann seid ihr auf einem Äquivalenzstatus eben bei dem blauen Gehirn. Das ist aber wie gesagt abhängig von dem Rank, den er jetzt hat. Die fünfte Frage, die aufkommen kann, ist, was kostet eigentlich das Ganze bei den Fähigkeiten zu leveln? Und da ist die gute Nachricht, naja, mehr oder weniger, dass es nicht mehr 120 Fragmente kostet, beziehungsweise 120 Kapseln oder 1200 von den Seren, sondern nur in Anführungsstrichen 70, denn ihr braucht 700 Punkte, bedeutet 70 Fragmente, 70 Kapseln oder eben auch 700 von den Seren. Und dazu die Spritzen, Syringes, wie auch immer ihr sie nennt, die werdet ihr brauchen, also das ist leider definitiv so. Und dann kommt natürlich die Frage, was passiert mit den Stats? Die bleiben komplett gleich. Das heißt aber auf dem PTR. Es kann sich ändern auf den Live-Servern, aber Stand jetzt auf dem PTR hat sich bei den Stats nichts geändert. Was jetzt grundsätzlich nicht schlimm ist, weil das passt zu dem Rhythmus. Sie machen im Endeffekt die vorherigen Generationen jetzt auch zu Limitless. Aber wie kommt ihr denn eigentlich auch an die Fragmente bzw. an die Kapseln? Wie gesagt, bei der Heldensuche, dazu hatte ich schon mal ein gesondertes Video gemacht, ist es eben so, dass ihr die letzten drei Generationen verfügbar bekommt in der Heldensuche, in der epischen Heldensuche. Und da bekommt ihr eben, wenn ihr bei Generation 14 seid, Generation 13, 12 und 11, wenn ihr bei demnächst Generation 15 seid, bekommt ihr die Kapseln von 14, 13 und 12. Und eben, wenn ihr bei 10 seid, die von 9, 8 und 7. Dann kommen wir, was ist zu dem Punkt, was ist eigentlich der Vorteil, dass die jetzt limitless werden. Für die Staaten, die im Endeffekt schon weiter sind, bedeutet das, dass möglicherweise für die Mitspender es wiederum eine Möglichkeit gibt, Defense Heroes zu liefern. Das heißt, wenn ihr ein 6-Sterne-Flugzeug habt, dass ihr dann Garrison Lead seid. Das ist eine Möglichkeit, da müssen wir aber abwarten, wie die Skills funktionieren und ob die wirklich gute Counterattacks sind. Kommen wir zu dem, was am 28.08. auch noch auf uns zukommt. Das neue Hero-System mit den drei Varianten, als auch Generation 15. Ihr seht dieses kleine Rote, das ist im Endeffekt höchstwahrscheinlich der Rage, also Attacke. Dann haben wir das Gelbe, was im Endeffekt wiederum für Defense steht. Und dann gibt es noch das Blaue, was für Control steht. Und vom Pattern her ist es eben so, dass Generation 15 höchstwahrscheinlich auch wieder diesen gelben Teil bekommt, was eben Defense bedeutet. Und das ist das Ganze, was bei Generation 15 mit dazukommen wird. Wir können das noch nicht wirklich testen, dazu können wir auch noch nicht wirklich viel sagen. Das sind die Generation 15 Helden. Wir haben Robert als Infantry Hero. Der wird höchstwahrscheinlich genauso wie bei den letzten Generationen wieder bei Überleben der Besten und Start gegen Start Vorbereitungs- und Kriegsphase sein, als auch den täglichen Angeboten. Carlos ist der Jägerheld, den wird es wieder bei den Wertgutscheinen geben und Evelyn höchstwahrscheinlich bei Raised
Und ja, das war's soweit zu Generation 15 und den anderen Bekanntmachungen. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen guten Überblick geben.